zum Thema das Leben aktiv und bewusst gestalten, nutzen. Man kann auch sagen, werde Drehbuchautor und Regisseur deines eigenen Lebens. Die Überschrift dazu ist Kairologie und Kairoswissenschaft. Sie alle kennen Chronos. Chronos ist so die leere Zeit und Kairos ist erfüllte Zeit. Mein Name ist Otto Torno. Ich habe mein Institut Training und Persönlichkeitsentwicklung for Tomorrow in Fulda und von hier aus erarbeite, bewege und begleite ich Organisationen und seine Menschen. Wenn Sie Ihre Lebensbiografie mal so schauen, wo stehen Sie gerade? Darüber möchte ich mit Ihnen jetzt sprechen. Ganz kleiner Ausflug zu Chronos, Zeitmanagement. Alle haben schon mal Zeitmanagement gemacht, kennen und können es immer zweierlei. Auch hier sind die meisten Wissensriesen, aber Handlungszwerge. Denn die meisten Anspannung, Leistung, Anspannung, Leistung, Anspannung, Leistung, Anspannung, Leistung, Anspannung, Leistung. Und Burnout, fix und fertig, unerfüllt, giftig, nicht dialogfähig, weil ich bin unzufrieden. Je zufriedener ein Mensch, je dialogfähiger ist er. Im Zeitmanagement, wenn man das bewusst macht, dann plant man bewusst auch Ruhephasen ein. Ruhephase, Anspannung, Leistung, Entspannung. Ruhephase, Anspannung, Leistung, Entspannung. Eigentlich, wenn man das macht, ist es schon genug. Die Kairos-Wissenschaft, und über die möchte ich heute kurz sprechen, beschäftigt sich mit den Potenzialen eines Menschen und die Dynamik und Energien in unterschiedlichen Lebensphasen, die ein Mensch hat, die, wenn ich um das weiß, die kennen kann. Für Unternehmen interessant, wann führe ich das Gespräch, wie motiviere ich Mitarbeiter ganz gezielt weiter und für einen selber, wie gestalte ich mein Leben ganz bewusst. Wer bin ich? Was bin ich heute? Was will ich? Das sind immer drei wichtige Fragen, die es gilt zu beantworten. Wir alle wissen, es gibt immer, oder wir spüren, es gibt eine Zeit des Aufbruchs, es gibt eine Zeit, wo wir Strukturen im Leben reinbringen und es gibt eine Zeit Synthese, wo wir etwas zusammenbringen. Und genauso ist es wichtig zu gucken, es gibt eine Zeit des Werdens, es ist Zeit des Gestaltens und es ist Zeit des Bewahrens. Alles hat seine Zeit. Daher kommt dieser Punkt. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dauernd daran zieht. Wenn man mal so schaut, die Phasen L1 bis L4, da bin ich so circa 25, ist die Zeit, wo ich werde. Da ist es wichtig, wie viel Kraft kriege ich in den ersten Jahren mit. Weil diese Kraft ist entscheidend, wie ich mich später auch mein Leben gestalte und den Mut habe, Entscheidungen zu treffen. Genauso sind die ersten Phasen auch wichtig, wie ist meine Konfliktfähigkeit, die wir doch alle brauchen im Job. Heute mehr denn je, wenn Komplexität, Dynamik werden immer größer und Entscheidungen werden abgeverlangt. L4 ist eine Phase, wo ein Mensch Ich-Vertrauen aufbaut, wo er raus muss. Also hier ist wichtig, wie nehme ich Einfluss auf junge Menschen und wenn ich junge Menschen trainiere, wer hat auf mich Einfluss genommen und wie kann ich mich entwickeln? Die nächsten Phasen, L5 bis L8, da will ich mit dem, was ich hier empfangen habe, was ich kennengelernt habe, will ich raus in die Welt und will die Welt mitgestalten, meine Welt gestalten. Und hier ist es spannend, nutze ich die Phase L5 zum Beispiel, mich kritisch mit auseinanderzusetzen, wer hat mich denn zu dem gemacht, wie ich bin, sind das die Werte, die ich mitnehmen möchte oder möchte ich andere gestalten? In 6 Familienphase, wie aktiv mache ich das? Und in L8 ist so die Phase, wo ich mit dem stärksten Willenskraft, wenn ich genügend mitbekommen habe auf diesem Gebiet, kann ich rausgehen und setze mir nochmal und ring das nochmal durch und setze nochmal bewusst meine Schaffenskraft in ein Projekt am Ende oder ich gestalte nochmal oder mache mich selbstständig oder ich kreiere noch etwas und gehe nochmal raus in die Welt, weil ich will was hinterlassen. Und das Hinterlassen geht auch weiter, hier geht auch kritischer in dieser Phase. In L9 zum Beispiel, da bin ich ungefähr, da geht los mit so 52, bin ich circa 52, da spüren wir schon mit 50, 51, etwas muss anders werden, ich will anders leben. Wie will ich in Zukunft sinnvoll leben? Was gibt meinem Leben Sinn? Und sinnvoll bin ich immer dann unterwegs, wenn ich im Einklang mit meinen Werten unterwegs bin. Wir spüren das auch schon in anderen Phasen. Und wenn wir über Kairologie sprechen, und das setzt ist der Unterschied zwischen allen möglichen, die überall, wenn Sie mal googeln, finden Sie ganz viel über Kairos. Den günstigen Augenblick nutzen, ja. Aber die Kairos-Wissenschaft, wir von der Deutschen Gesellschaft für Kairologie, wir können das berechnen und können ganz sogar analysieren und gucken, wann ist der günstige Augenblick für einen Menschen, für ein Unternehmen. Wie können wir das kreieren und gestalten? Und deswegen ist es wichtig zu schauen, wann ist was. Denken Sie nur an Nachfolgeregelung. Ist schon wichtig, wann beginne ich. Je länger ich warte, je weniger tolerant bin ich.
Was sind so wichtige Punkte und kurze Eindrücke zur Chirurgie? Mehr gerne in einem anderen nächsten Podcast oder aber auch in Präsenztraining oder aber rufen Sie an im Online-Coaching. Denn verschwendete Zeit ist Dasein. Gebrauchte Zeit, das ist das Leben. Und ich freue mich auf ein Wiederhören, sende Ihnen ganz herzliche Grüße und wünsche Ihnen eine gute und vor allen Dingen erfüllte Zeit. Ciao, bis zum nächsten Mal.